Ja, schönen guten Abend. Wieder Mittwoch, Mitte der Woche, meine Damen und Herren. Mittwoch ist wieder, schon wieder Mittwoch. Und hier vom Mondstein, das ist meine Wenigkeit, meldet sich wie jeden Mittwoch aus seiner künstlerischen Rumpelpudel. Rumpelpudel, meine Damen und Herren. Ja. Ein Toast da draußen auf 7:07 mit Ihnen, also Sie sehen auch, ich bin dem Alkohol nicht fern. Und zuallererst einmal möchte ich mich heute bei Ihnen bedanken, vor allem in allererster Linie natürlich, ja, nicht, dass die anderen sich jetzt, ja, für die vielen Zuschriften, die ich bekommen habe. Das macht mir ein sehr gutes Gefühl. Ja, das war ein sehr gutes Gefühl, dass mir so viele Leute sehr schöne Sachen geschrieben haben. Ja, toll. Das freut mich sehr. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, ich finde das sehr toll. Ich finde das sehr toll, dass Sie auf meinen Vorschlag eingegangen sind, dass Sie mir einfach geschrieben haben. Das finde ich sehr, toll. Und meine Damen und Herren, also vielen Dank. Ich werde natürlich die Mails, die vielen, vielen Mails, viele Mails, beantworten. Ja, aufgrund des Trubels, ja, der fragen Sie, was hat der Dios, was hat der von uns denn zu tun? Ja, kann ich Ihnen verraten, mit was ich mich unter anderem befasst habe, um wach zu bleiben. Ja, ja, Quarantäne hoch die Beine, aber nicht mit mir. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mich mit Musik befasst in der letzten Woche. Ganz toll, der hat meinen Plattenspieler repariert. Ich habe ganz rauf und runter richtig laut geklingt. Entschuldigung. War ein bisschen. Ganz die Nachbarn malträtiert, die Gehörgänge gelaut. Ich mir Töne geschmeckt, gerne Melodien in den Gehörgang gelandet. Meine Damen und Herren, ja. Und bin auf die Idee gekommen. Ihm vielleicht kurz einen Vorschlag zu sagen, will ich ja nur einen Auszug, ja, von dem, was ich alles gehört habe, ja, was ich alles gehört habe, an Musik, ja, zum Beispiel Prince, meine Damen, Prince, ich bin ein ganz großer Fan, Prince, ja, zum Beispiel dann hier eine sehr nette, attraktive junge Dame, ja, Kylie Minogue zum Beispiel, rauf und runter gehört, und jetzt ganz die Helden und die Idole meiner Jugend, dann haben die Ärzte aus Berlin, ja, aus der Bundeshauptstadt aus Berlin, meine Damen und Herren, habe ich gehört. Aber ich habe hier, Sie sehen, meine umfassende Bibliothek, eine Musikbibliothek auch, ja, das war hier so drei kleine Inspirationen, meine Damen und Herren, was Sie auch so hören könnten oder mit was denn hier aus Ihnen befasst, wenn Sie das interessieren. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich probiere mich aus, ich erweitere meinen Horizont, ja, ich bin inspiriert worden, ja, durch die Melodien, die Texte, ja, das hat etwas mit mir gemacht, ich war da ganz hibbelig geworden, ja. Und da habe ich einfach gedacht, ich probiere mich an dieser Stelle, an dieser Woche als Singer-Songwriter, ja, mein Name ist Singer. Ja, guter Tropfen hier, ja, gut schmackelig, wie die Holländer sagen, gut schmackelig, versteht man, ja, gut schmackelig, perlt richtig, ja, rombenförmig in am Gangkiesel hören, eher den Südhang, gefällt mir sehr gut im Mund, ja. Ich habe mich also als Singer-Songwriter probiert, bin ganz aufgeregt, meine Damen und Herren, und möchte mich, also, habe einen kleinen Song vorbereitet, bin ein bisschen aufgeregt auch und ja, möchte ich mich bei Ihnen auch damit bedanken an dieser Stelle und natürlich sollte es weiterhin als Inspiration gelten. Ja, also ich habe mich versucht, ich habe hier meine kleine Makulele-Gitarre, ja, also meine kleine bemalte Gitarre, ja, meine die Bauernmalerei, die Technik meiner Oma, ein bisschen gewandelt, mal was draus gemacht, hier ein bisschen mit Western-Motiven, ganz toll, ja, und habe mich also befasst, da muss ich ein kleines technisches Gerät zur Hilfe nehmen.
Ja, ich habe den Denk noch nicht gemerkt. Nicht ganz, meine Damen und Herren, ja. Amol haben sie gerade. Amol, ja, ganz wichtig, gar nicht. Ein kleines Stückchen. Perl, wahnsinnig. Perlen herum. Meine Damen und Herren, jawohl, wir fangen an, ja? Also ich probiere es jetzt einfach mal, ja, da sind noch Fehler drin, vielleicht noch nicht, weil wir gucken, einfach Rock'n'Roll, ja. Situationes, fatales, aber Intro, ja, kurzes Intro. Ja, ich fange nochmal an, ja. Inspirationes Fatales. Keiner hat einen Plan und alle sind zu Haus. Keiner hat einen Plan und auf der Mondstein, der ist raus. Keiner hat einen Plan und alle sind zu Haus. Ich sende Grüße raus. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Hoch die Bähne, Quarantäne, aber nicht mit mir. Ich sitze hier und Jambus und Trocheus sind bei mir. Jungs, fehlt da nicht mehr. Der Mondstein in der Rumpelbude sendet Grüße raus. Der Mondstein in der Rumpelbude hält es kaum noch raus. Der Mondstein aus der Rumpelbude sendet Grüße raus. An Anaken, an Klaus, an Kansante Gertrude. Aus der Rumpelbude. Die Theater atmen zu, die Kinos sind zu, die Museen sind zu, es ist alles zu. Meine Damen und Herren, frage ich Sie mal ganz kurz an dieser Stelle, ja, was hätten Sie denn gemacht? Ja, ohne Netflix, ja, ohne die ARD-Mediathek, ohne Audible, ohne Hörbücher, ohne Filme, ja, ohne, wer hat denn die gemacht? Fragt man sich, ja, wer hat denn den virtuellen Museumsrundgang organisiert, muss ja jemand machen, ja, wer hat denn das gemacht, da fragt man sich, ja, was hätte man dann in der Quarantäne, also in der häuslichen Isolation, so gemacht, ohne diese Sache. Es geht um die Wirtschaft, das müsst ihr doch verstehen. Der Dino schreit, ja, das wird ja mal bunter. Und die KünstlerInnen, die fallen hinten runter. Oh, Dios. Hola, ¿qué tal? Adiós. Oh, der Dios. Hola, ¿qué tal? Adiós. Leere Ränge, kein Gedränge, in den Foyers, der Dios von Mondstein, der sitzt allein zu Haus. Der Dios von Mondstein, der sendet Grüße raus, an Anna und an Klaus und Kante, Tante, Gertrude. Und wie Dagobert Duck schon sagte, die Kunst
ist der Atem der Menschheit, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren, ja. Der Dios von Mondstein, der sitzt allein zu Haus. Der Dios von Mondstein, der hält es kaum noch aus. Der Dios von Mondstein, der sendet Grüße raus an Anna oder Klaus oder Tante Gertrude. Der Rumpelbude. Also voran zu Haus. Der Dios. Hola, ¿qué tal? Adios. Ja, das war mein Beitrag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, ja, meine Damen und Herren. Das war also arbeitet weiter an. Vielleicht. Also auch das ist möglich, ja. So, und vielleicht, ja. Ich werde mich jetzt verabschieden. Aber noch. Kleinen Unterberg, meine Damen und Herren. Ja, Prost auf Sie, ja. Bis nächste Woche, meine Damen. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie solidarisch. Ja, meine Damen, ihr Dios vom Mondstein.